Ihr müsst jetzt kommen, also wir müssen ja diesen einen Typen töten. Könnte eventuell noch ganz interessant werden jetzt. Donnerstag, 11:15 Uhr, 85 Millimeter Regenfall. Ich weiß, ich glaube, 15 Milliliter müssten es sein, um den Jungen zu töten, wenn ich mich recht erinnere. So, klopf, klopf, hallo. Ist auch schön, endlich mal eine Knarre in der Hand zu haben. Ja, was willst du denn? Scheiße. Ich hab Ach, tausendmal wie soll das denn gesagt, ich will gehen? hier keine Okay, Junkies Quadrat, haben. L1, Wenn du Stoff Dreieck, willst, ruf gefälligst L1. vorher an. Hey, bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool. Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal. Ha? Ich mach dich fertig, Flachmixer. Wäre auch zu einfach gewesen. Okay. Du kommst in mein Haus, kaufst meine Stoff. Ich bring dir alle Knochen. Das könnte jetzt ein bisschen scheiße werden, aber ich hab's voll drauf. Ist gar kein Problem für mich. Oh fuck. Ah, shit. Nein. Ich will auch nicht zu viel versauen. Ich kann dich hören. Okay, komm, gar kein Problem. Gar kein Problem, ich schaff das. So, gut. Warte, Mann! Du kannst alles haben! Ich hab Stoff, ich hab Geld! Willst du Stoff? Ja, ich nähe Bitte. Doch so gerne. Bitte erschieß mich nicht! Ich hab Kinder. Das sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann! Mann, ich will sie wiedersehen! Bitte, bitte nicht schießen, Ja, das ist jetzt natürlich so eine Gewissenssache, aber wir wollen ja unseren Sohn retten, wir wollen die scheiß Buchstaben und deswegen. Es ist nur ein Dealer, also. Okay. Ich bin auch Vater. Aber ich habe keine Wahl. So, Foto gemacht, bei Facebook gepostet und ordentlich auf die Schrotflinte kotzen, jawohl. Ja, es ist nur ein Nebencharakter. Der Typ ist echt nicht wichtig, ist jetzt halt nur so eine Gewissenssache, aber. Naja, im Pistolengriff. Darauf hätte man auch kommen können. Okay. Haben wir gerade gar keine Buchstaben gekriegt? Was ist für eine Verarsche? Oder haben wir Buchstaben gekriegt? Ach, egal. Ja, man sieht, das Becken füllt sich. Also, viel Zeit ist nicht mehr. Ja, der Arme.
Aber eine schöne Schrotflinte hat er gehabt. Das muss man ihm mal lassen. Aber ich bin echt kalt. Ich darf dieses Spiel einfach nicht spielen. Madison Page. Wenn das Kapitel kommt, was jetzt kommen sollte, wo ich denke, dass es kommt, dann ist das ein verdammt cooles Kapitel. Donnerstag, 13:32 Uhr. Und da ist Sam. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt. Sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Ja, wir sind jetzt in der Wohnung. Wir gehen jetzt gleich in die Wohnung. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Das wollte ich gerade sagen. Aber vielen Dank, du erleichterst mir meine Arbeit wieder ungemein. Vielen Dank. So, haben wir irgendwas? Tarnung. Ich muss so tun, als sei ich völlig high. Ich hoffe, er schluckt den Köder. Okay, wir sind voll auf Drogen, ey. Hallo? Ey, ich brauch Stoff. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. So ein richtiger Psychodok. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen? Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Nein, wir sollen von Fremden nichts annehmen. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Nicht sehr vertrauenserweckend, würde ich mal sagen. Und ich weiß, was passiert, wenn man was trinkt. So viel kann ich sagen. Und deswegen, ich lasse es. Ich werde nichts von diesem Zeug trinken. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Ja, wer hat Ihnen empfohlen? Mein Hausarzt, der meinte, hier gibt's krassen Stoff. Ausdenken. Ein Typ auf einer Party. Er gab mir Betropen. Er sagt, es sei von Ihnen. Wohnung? Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich such gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Ja, der Typ weiß ganz genau Bescheid. Wie man merkt. Trinken Sie? Nö. Ich danke, aber ich habe keinen Durst. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. Ich dachte, es gibt rezeptfreie Verdammte. Das ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. So, mal sehen, ob wir was finden. Ich glaube, hier ist der Ausgang, da wollen wir noch nicht hin. Wäre doof, weil dann fehlt uns, glaube ich, eine wichtige Spur. Okay, geh hier rein. Leise, leise, leise. Und, ich habe das Spiel ja schon relativ oft durchgespielt, deswegen hier liegt was.
Und zwar eine Karte zu einem Nachtclub. Und der Besitzer dieses Nachtclubs, der ist der Besitzer dieser Wohnung. Also der hat die Wohnung. Der hat diese Wohnung, wo Ethan sich den Finger abgeschnitten hat, gemietet. Und das hier ist sozusagen der Vermieter. So. Und ich bin jetzt einfach mal ein klassischer Anfänger und jeder würde erstmal hier hinten hingehen und gucken, was hier ist. Das ist einfach so. Aber wenn man das macht, neugieriges Luder, passiert das. Wir werden Spaß haben, mein Schatz. Versprochen. Ich will's mir ja nicht zu leicht machen. Sagen Sie Hi zu Matthew. Kam angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspion. So, schreien. Und schreien. Ich hab sie an Paco vermietet. Ein Freund von mir. Ich hab keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Mir fehlt das Operieren, also ergreife ich jede Gelegenheit zum Üben. Ich habe keine Instrumente hier, also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus, oder? Hat so ein bisschen was von Saw und Hostel. Stimmt, das ist nicht Saw, das ist doch Hostel, würde ich sagen. Also. Jawohl, und ab ins Geschlechtsteil. Komm. Wenn das Ding geil macht. Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ich höre den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Okay, jetzt können wir uns schnell befreien, eigentlich. Okay. Und zwar erstmal da hinten. Okay. Das ist jetzt wirklich eine Stelle, ich kann drauf gehen. Also wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich ein großes Problem. Für eine Spende von, sagen wir, 5 Dollar. So, Arsch hoch. Nein, danke. Und kein Interesse. Ah, nein. Hä? Was muss ich denn? Ach, gedrückt halten. Okay, ich bin doof. So, Kreis. Ich hoffe, der Sound ist echt nicht zu laut. Hört sich auf jeden Fall so an. Essensschlacht. Nur mit Werkzeug. Oh nein. Das wäre wirklich blöd, wenn das jetzt nicht funktioniert. Oh Scheiße. Man kann ja immer so ein paar Quicktime-Events versauen, aber zu viele ist echt nicht gesund. Okay, sieht gut aus. Es sieht... Oh nein.